So, wir sind hier aus den Plejaden und ich bin die Frequenz des Sprechenden. Ihr nennt mich Arctos. Ich bin in der Freude, hier zu sein, in diesem Kreise der Lauschenden und jetzt auch Sehenden, in der Freude des Gelebten, des Neuwerdens, des sich Erinnerns in die Kraft der Möglichkeiten. Nun gut, wir schreiten mit euch diesen Weg in der Freude, in der Beobachtung eines Seins der Möglichkeiten. Es ist eine Kraft des Schauens auf euch in der Vielschichtigkeit und ihr könnt das nicht in diesen Nachvollzug nehmen. Das ist die Schwierigkeit für uns, manches in der Klarheit für euch und für eure Hirnstrukturierung weiter zu leiten. Das ist die Kraft des Sich-Erinnerns in euch und des Sich-Hineinkatapultierens in die energetische Wissenheit der universellen Kraft und nicht mehr über die Sprachfrequenz einer Hirnmöglichkeit, dies weiter zu nehmen in dieses Verstandenwerdens dieser Existenz. Das wird weiter schreiten. Wir werden mit euch weiter schreiten in der Kraft der Stärkung, dass ihr euch hinausnehmt in eure Verständnismöglichkeit eines Erscheinens in der multidimensionalen Möglichkeit und des weiteren Verstehens eurer Anteile in den Kräften einer höheren Frequenz, in den Kräften einer weiteren Dimension. Nun gut, die Fragestellung war dieses Kanals: Wie geht es weiter? Was ist zu sehen in dieser irdischen? Und wir erklären es wieder und wieder in der Freude und in der Liebe, dass nichts hier als eine große Einheit gesehen werden soll. Es soll gesehen werden in Möglichkeiten und Frequenzen in diesen Arten von, ihr sagt dem, Verschachtelungen oder diesen Vernetzungen der Möglichkeiten, wie gesagt, nicht die reine Kraft des Verstehens, nicht die reine Kraft des Erklärens hier, doch es ist die Kraft des Lichts, es ist die Kraft der Energiefrequenz, die euch die Realität, die ihr als solche benennt, als eine Art Beschaffenheit beschert, in der Möglichkeit eines Gelebten, in der Möglichkeit eines erschaffenen Gedachten, eines Frequenzgebenden, eines sich bündelnden Lichts. Und das ist das, was hier geschieht, immer und immer wieder in der Form eurer eigenen Strukturierung, in eurer eigenen Darstellungsweise einer holographischen Widerspiegelung eures eigenen Seins in euch, mit euch. Und das hinaus gegeben, noch einmal in einer weiteren Sicht und verbunden mit weiteren Lichtanteilen, hier inkarniert in diese Existenz eines Seins, genannt dieser Erdkruste, Erde, dieses gelebten Paradiesischen hier auf dieser Möglichkeit des Seins. Und auch hier immer diese Verschachtelungen,
diese Verschiebungen eurer Realitäten und eurer Anerkennung eines Seins und eurer Gewährleistung eines Seins. Alles ist verknüpft, alles ist mit euch getragen und von euch hinausgegeben und wieder zurückgenommen, immer und immer stärker. Und es gibt nicht eine Frequenz, die ihr als diese eine so benennen könnt oder als diese eine so benennen könnt. Es gibt diese alle Möglichkeiten eines Seins, gelebt oder nicht gelebt, strukturiert oder nur in der Frequenz des Lichts hier gegeben oder genommen. Nun, alles ist und alles ist nicht, alles ist eine Art Möglichkeit und alles ist eine Art des sich zurücknehmens in die Kraft der Quellfrequenz wieder hineinzunehmen. Alles ist und alles ist nicht. Es ist diese Gegebenheit, die euch irritiert, immer stärker, immer die Kräfte raubt oder die Kräfte gibt. Und so sind wir in der Bereitschaft, euch hier zu begleiten in dieser Weg, in dieser Weggebung, dass ihr das schrittweise tut in der Freude und in der Liebe. Und nicht weiter über die Hirnstrukturierung euch hier weiter diese Kraft nehmen wollt. Ihr seid die gelebten Lichtanteile, ihr seid die Wissenden einer Herzfrequenz und so seid ihr die, die immer weiter in das hineinlebt. Ihr seid diese Kräfte und so geht da hinein in eure Frequenz der Herzen und lasst euch von da führen in diese Möglichkeiten eures Seins. Wenn du denkst, ja gut, das muss sich so zeigen oder das muss sich so zeigen in dieser irdischen Welt des Beobachtens und in dieser Kraft des sich nun hinausgebens und Sehens, was hier geschieht, dann lebe noch einmal in dich hinein und schaue noch einmal in dich hinein und trage diese Klarheit in dir, was du gelebt werden, was du gelebt werden lassen möchtest und was du hier hineinnehmen kannst in diese Frequenz eines Seins. Wisse, alles ist energetische Kraft. Nimm sie aus dieser einen Anbindung und sie ist kreativ, sie ist höchst kreativ und sie ist in der Liebe geflochten, über dich und in dir hineingenommen, in jede deiner Zellen und so lebe diese Liebe und diese Kräfte. Alles ist dein, alles ist dein. Das ist hier wieder und wieder zu sagen. Und es gibt nicht das eine und es gibt nicht das andere. Es gibt das alles, was ist, und ihr seid das alles, was ist. So sei in der Kraft des Verstehens immer stärker und stärker und stärker, dass du das bist, und so lebe in dieser Frequenz deiner Klarheit darüber, dass du das Kreierende bist, dass du das Belebende bist, dass du das Kräftige bist oder dass du das Niedere bist, dass du das Dunkle und das Helle bist. Alles ist in dir und alles ist Träger und Trägerkraft deines Seins und alles ist Reflexion dieser Trägerkraft deines Seins und du lebst das und du lernst das immer stärker und du liest das immer stärker und so sei es noch einmal gesagt, dass du das verstehst immer mehr und mehr und mehr, damit du das in deine Kraft nehmen kannst. Wir sind diese eine Frequenz der Kräfte des Hinausgebens dieser Lichtanteile und wir sind die Stärkenden eurer Kräfte und dieser Lichtanteile. Wir sind die Begleiter und die Beobachter dieser Möglichkeit eines sich weitergebens und hinausnehmens und zurücknehmens in diese Lichtanteile. Und das ist das, was es ist, eine Art Zurückerinnerung in diese Kräfte zu nehmen, diese alle Lichtanteile gegeben aus dieser Anbindung. Und so ist es wieder und wieder gesagt, diese in die Kräfte und in diese Ausübung deines Seins zu nehmen.
Viele dieser Lichtanteile inkarniert sind die Verstehenden. Sie sind die Verstehenden über die Hirnfrequenz in der ersten Priorität und sie sind in der Verstehenden über die Herzfrequenz in der zweiten Priorität. Nun gut, verbindet diese Kräfte in euch und seid die Hinausgebenden und die Lebenden dieser energetischen Verbundenheit über eure Hirn- und Herzfrequenz. Alles, was hier geschehen soll, ist die Bereitschaft dieser Verbundenheit in dieser Anbindung, hier weiter zu schreiten und zu leben, was gegeben ist. Nichts, was reine Hirnfrequenz ist, wird euch in die Freude bringen. Alles ist die Kraft einer Speicherung eures Seins, das bereits gelebt ist. Und nun geht es weiter in die kreative Liebesform deines Seins und in die höchstmögliche Priorität deiner Freude und deiner Liebeskraft, deiner spielerischen Weisheit aus dem Lichte, deiner Kreativität aus der universellen Kraft, gegeben durch deine Frequenz. Du bist lernend und du bist diese Kraft des sich Zurücknehmens aus einer Hirnfrequenz und in diese Frequenz des Vertrauens zu dich hineinzugeben als die Kraft des Hingebens und des Hingegebenen immer und immer stärker, und du lässt fließen diese universelle Weisheit durch dich und lass sie nicht mehr stören durch diese Hirnfrequenz und durch diese niederschwingenden Frequenzen, gegeben aus den strukturierten Verbundenheiten und erschaffenen Möglichkeiten einer niederen irdischen Menschlichkeit. So sei in der Gewahrseinskraft, dass du das nicht bist und dass du dich hinausnehmen kannst aus dieser Möglichkeit, dieser niederen Frequenzen, die nichts als gelebte Frequenz einer Unwissenheit ist und einer Unklarheit ist und einer gesteuerten Hirnfunktion ist. Und das ist das Gelebte hier, das Niedere, das ist das Gelebte hier, das Strukturierte, das euch die Kräfte raubt aus euren Herzen, diese einengt und euch nicht mehr in der Freude und in der Liebe hinausschreiten lässt. Ihr seid die Gelebten, ihr seid nicht die Belebten, ihr seid die Gelebten, und das ist das, was noch geschieht in dieser irdischen. Doch nun seid ihr die Versteher immer stärker, ihr seid die Erinnerer, und wenn wir hier als eine pleiadische Energie in diese Existenz hineingleiten, ist es nicht, weil wir das zu tun uns hier das zu tun die Kräfte gibt in dieser Lichtanteilskraft, oder weil wir uns hier hineingeben aus einer Art in dieser irdischen, könnte man sagen, egoistischen Einheit des Seins. Nun gut, wir sind hier, weil ihr in dieser Existenz weiter euch öffnet diesen Möglichkeiten einer Realität eures Seins, dass die Kräfte einer weiterentwickelten und weiter schreitenden Frequenz, einer höheren Liebe volleren Frequenz eines Seins in euch hier belebt ist, und diese Kräfte ruft als eine Art Unterstützung, eine Art der Wegaufzeigung oder eine Art des Wegbelebten, damit ihr hier und da
diese eine Stütze habt oder hier und da diese eine Kräftigung erhält, in einer Form vielleicht eines energetischen Apfels oder eines energetischen Wassers, das wir überreichen in der Freude und in der Liebe mit euch. Doch ihr seid die Wegbegeher, ihr seid die Schreiter und ihr seid die Erinnerer an diese Möglichkeiten des sich Hineinnehmens in die Kräfte der Kreativität und des sich Belebens mit dieser einen, jetzt in diesem Moment, pleiadischen Energie, die euch diese Kräfte zurückerinnert und zurückgibt in der Freude, diese Öffnung eurer Systeme veranlasst und ihr seid die Fragenden nach diesen Möglichkeiten und ihr seid die Bestimmenden dieser Möglichkeiten und das ist diese eine Zeichengebung, dass ihr in der Bereitschaft seid, weiter zu schreiten in der Fähigkeit eurer Kreativität, in der Fähigkeit eurer Großartigkeit, in der Öffnung eures Seins, in der Öffnung eurer Möglichkeiten in neue visionäre Zustände des Lebens und des Weiterschreitens dieser Erde in eine paradiesische Möglichkeit zu bringen. Nun gut, das alles Ego-gesteuerte und das alles Hirn-gesteuerte in dieser irdischen Möglichkeit des Seins wird jetzt über diese visionäre Kraft, über eure energetische Lichtfunktion weiter und weiter überschrieben und diese Transformation der Möglichkeiten wird jetzt erschaffen, damit ihr in diese Kräfte des bereits Bestehenden und des bereits Lichtvollen, dieses Lichtvollen Möglichen hier schreitet und euch hineinschwingt in die Kräfte der Großartigkeit, in die Kräfte der Großartigkeit eurer holographischen, kleinstrukturierten Daseinsform, die ihr hier auch belebt als eine Art Übungsfeld eures Seins in der Beziehung mit den Menschlichkeiten eurer Begleiter und mit den familiären Anteilen der Körperlichkeiten, der Verbundenheiten über die Körperlichkeiten. Und so seid ihr diese Belebten in diesen Kräften und Versteher dieser Kräfte immer stärker und dieser Verbundenheiten und ihr lernt in diesen Feldern euch zu erkennen und ihr lernt in diesen Feldern der Reflexionen euch immer und immer stärker in die Liebeskraft zu bringen und in die höchstmögliche Formulierung eines Seins zu bringen. Das ist die Kraft des Ersten, das ihr tut und so seid ihr die Weiterschreitenden und die weiter sich eröffnenden in weitere Felder der Möglichkeiten und diese sind in der Unendlichkeit gegeben. Nichts ist in einer Art Strukturierung gegeben. Ihr seid die Lebenden einer Vision und so seid ihr die Bestimmer dieser Vision und dieser Möglichkeit einer Vision der Lebendigkeit, die ihr als eine Art Realität nennt und so seid ihr die Weiterschreitenden in diese Kräfte und wir sind die Freude und die Liebe mit den Augen auf euch und wir sind in der Kraft des Begleitens. Wir sind eine Erschafferkraft des gelebten Irdischen und wir sind eine Erschafferkraft des gelebten Begleitenden in die Vision einer neuen, in die Vision einer kräftigen Daseinsform des Gelebten, des Geliebten und des belebten neuen Irdischen. Das ist das, was hier geschieht. Gibt es hier Fragen? Ja,
Ja, das ist eine Frage der Guten und der Menschlichen. Es ist die Frage deiner Frequenz. Es ist die Frage deiner Möglichkeit des Sich-Hinausgebens. Nun gut, die Fragestellung ist diese eine, ist die Kraft in dir, hier hinauszugehen. Und hinaus zu schreiten, ist es diese Kraft, die dich hier in die höchstmögliche Version deines Seins hineinnimmt, wenn du hinausgehst? Oder ist es diese eine Kraft des Visionären, des sich energetisch hineingebens in diese Vision oder diese eine, ihr sagt dem, Illusion? Es ist nichts gegeben als eine Realität. Ihr seid die Halter von Illusionen immer und immer stärker. Ihr seid die Haltenden, die Anhaltenden, sich Festhaltenden an diesen Möglichkeiten, die hier erschaffen wurden. Und nun bist du in der Bereitschaft, dies vor dieser einen Kraft des Sich-Hingebens in der genannten Realität zu nehmen, oder es ist die Kraft des Sich-Visionierens oder des Sich-Gruppierens mit Menschlichkeiten und diese Illusion als eine neue Version zu überschreiben und dies zu tun in einer energetischen Formulierung. Nun gut, die Fragestellung ist die Kraft deines Seins. Es ist die Kraft deiner energetischen Gebung in die Möglichkeiten. Ist es die Freude und ist es die höchstmögliche Version deines Seins hinauszuschreiten in diese Kräfte der Geschehen? Oder ist es die Visualisierung, die dich hier in die höchstmögliche Frequenz katapultiert? So seist du gefragt, noch einmal, welches deine Version des möglichen Veränderns die größtmögliche Energiefrequenz in dir eröffnet, welches deine höchste Vibration hier in dir anstößt oder ankräftigt aus dem Lichte. Ist es das Hinausgehen oder ist es das Hineinnehmen in neue Visionen? Das ist die Fragestellung. Das ist immer die Fragestellung, in welcher Version deines Seins du am höchsten schwingst. Und das ist die Kraft deiner Antwort. Gibt es hier noch eine weitere Frage? Nun gut, die Frequenz der Augen ist eine Sache des Sehens, ist eine Sache der Quellfrequenz, fließend und erkennend, das Zurücknehmen von Möglichkeiten, das Sehen von Möglichkeiten, die Sache einer energetischen Frequenz, einer Blockade der Sichtweise oder eine Blockade des Sehens und der Kraft des gelebten Auges ist immer die Möglichkeit des Sich-Hineinnehmens in die Frequenz der Quelle. Und so sei es gesagt, dass du das Irdische anerkennst, dass du das Irdische sehen möchtest, dass du das Irdische dir hineinnehmen möchtest in diese Sichtweise deines Seins und es beobachtest als eine Art spielerische Weise des Seins und nicht eine Art des Schockierenden oder des Niederen. Schaue hinaus in diese Existenz als ein freudiges
freudiges Ereignis dieses Seins und so wirst du deine Sehkraft weiter wieder stärken in die Freude und in das gelebte Licht in der Erdfrequenz gesehen, in der Erdfrequenz beobachtet und in dieser Existenz gesehen als eine Art des möglichen Version Haltens einer höchstmöglichen Version einer Großartigkeit der Version und dieses Hingezogensein mit den Augen auf das Gute und das Schöne wird deine Sehkraft stärken, immer mehr und immer mehr. Alles, was geschieht in der Form einer körperlichen Blockierung des Seins in eurer Frequenz ist diese Sache des gelebten Gestörten in der Verbundenheit zwischen Quellenergie und Quellleben und irdischem Leben und irdischem Gefangensein vielleicht oder irdischem Verankertsein. So erinnere dich an die Kräfte deines Seins, erinnere dich an das gelebte Schöne dieser irdischen Möglichkeit und schaue und visioniere diese Schönheit und du wirst gestärkt in deiner Sehkraft. Nun gut, wir sind in der Freude, hier zu sein mit euch in dieser Zeit, in diesem Raum, in dieser Möglichkeit der Sage und des Gehörtwerdens und des Erinnerns, des Hinausgebens der Frequenzen und Lichtimpulse. Das ist die Schönheit des Seins und das ist die Neuerung einer Möglichkeit. So sind wir in der Kraft des Erinnerns, dass ihr das gelebte Fröhliche seid, das gelebte in die Frequenz der Höchsten Nehmende. Und wenn das hier geschieht, in dieser Möglichkeit des Seins, nicht zu schauen, was da geschieht, in dieser Reflexion des Weiteren, des Irdischen, des nicht euch in eurer klein strukturierten, holographischen Möglichkeit betreffenden, dann seid ihr das gelebte höchste Kreative und ihr gebt diese Frequenz hinaus. Wir erinnern an diese eine Leuchtturmfunktion, das Gesagte schon viele Male in dieser stürmischen Zeit des Weiteren und des Irritierten immer stärker. Und nun seid ihr diese eine Kraft der Erinnerer in die höchste Möglichkeit des Daseins und der Lichtimpulsgebung in dieser Zeit des Veränderns und des Haltens von Frequenz der Höchsten, damit das gewandelt wird, was ihr seht, immer stärker und damit das Gelebte hier miteinander gestärkt ist, immer stärker. Diese Liebeskraft, diese Freundschaft, diese nicht mehr ego-strukturierte Möglichkeit eines Daseins, dieses verbundene Sein in dieser höchsten Form, das wird gelebt immer stärker und ihr seid die Übenden, diese einen selber Übenden, diese einen überstülpten menschlichen Strukturierten, die jetzt lernen, sich hier hinauszuschwingen in der Frequenz der Geliebten. Höchsten. Und so seid ihr die Wanderer und ihr seid diese eine Kraft des sich immer wieder weiter Schwingens in diese Möglichkeiten. Nun, nichts ist gegeben. Ihr lernt jetzt, dass ihr alles wandelt. Alles, was ihr zu wandeln wünscht, das wandelt ihr. Und da ist nichts ausgeschlossen. Ihr seid die Träger eurer Wahrheit. Ihr seid die Träger eurer
dieser Verantwortung über eure Wahrheit und ihr seid die Träger der Verantwortung über diese kollektive Möglichkeit des Seins, denn ihr seid die Hinausgeber der Wellen, der Frequenzen, der Möglichkeiten, der Energie, der Kräfte, des Gelebten Ich Bin und des Wissens aus der Frequenz des Allem, was ist. Und nun ist das eine höchstmögliche Art von Verantwortung auf der einen Seite, die wir euch bitten, in der spielerischen Art zu leben und anzuerkennen, damit ihr weiter schreiten könnt, wenn ihr das über eine ego-strukturierte, kräftige, ego-strukturierte, diese eine Art machen möchtet und weiter schreiten möchtet, dann werdet ihr nicht erfolgreich sein, weil ihr das Spielerische seid. Ihr seid das Lebendige, das Gelebte, das Durchdrängte, das Durchtränkte von dieser Lichtimpulsgebung, das Durchdrängte dieser Leichtigkeit aus der Liebe erschaffen und dahin wieder zurückgehen. Nun erinnert ihr euch und ihr lebt diese Kräfte des Geliebten und Gelebten und des Liebenden und des Lebenden. Und das ist das, was ihr hier tut. Und das ist die Freude. Und das ist eure Kräftigung des Seins immer stärker und immer stärker, wenn ihr das immer mehr in eure Klarheit nehmen könnt, in eure Bewusstheit nehmen könnt. So schreitet ihr in der Kraft und in der Strahlkraft eures Seins, in der Liebeskraft eures Seins, und nichts mehr ist hier weiter, was gebraucht wird, als diese Frequenz einer höchstmöglichen, einer würdevollen Version der Möglichkeit des sich hinausgebens immer stärker und immer stärker, damit das Gelebte miteinander und das Gelebte hier, das Kreative miteinander in die Schönheit dieser irdischen und dieser gelebten Natur des höchstmöglichen Gesunden dieser Erde und dieser Menschlichkeit verbunden mit allem, was ist, geschehen kann. Ihr seid die Schafferwesen, ihr seid die Lichtwesen, ihr seid alles, was ist, und so geht ihr. Und ihr nehmt alles, was ihr könnt, in eure Kräfte des Seins und des Liebenden für alles, was ist, in allem, was ist. Wir sind in der Freude und in der Liebe mit euch aus den Pleiaden. Ich verabschiede mich. Ich bin Arctos.